Hallo, hier Dark Saber mit The Forgotten Ones, einer Random Session. Im Hintergrund werdet ihr noch jemand anderen hören, nämlich Diffro. Du kannst dich melden. Ja, moin moin. Wir sind mehr oder weniger Koop, also wir haben einzeln angefangen, weil wir dachten, es funktioniert nicht so richtig, aber ich habe es dann trotzdem nochmal eingeschaltet und es funktioniert trotzdem. Also doch, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, und ja, mittendrin, also sind wir jetzt. Und Diffro war schon, naja, soweit wenigstens einen Gegner anzutreffen. Ich bin noch nicht mal ansatzweise soweit. Ich habe gerade mal die ersten Waffen gefunden. Hi! Ja, du sollst rennen, verdammt! Gut, nehme ich trotzdem erstmal die Pistole. Toll. Ich bin gerade draufgegangen. So viele? Oder so schlimm? Der Typ hat gerade hier die Lampe genommen und das Problem ist, statt die Waffe hatte die Lampe in der Hand behalten. Ah. Oh Gott, das ist blöd. Aber kannst du mir sagen, ob die Viecher vielleicht auch feueranfällig sind? Dank, so schnell konnte ich gar nicht reagieren, ich war zu schnell tot. Oh, verdammt. Na gut, dann probier es einfach aus. Ich konnte jetzt gar nicht gucken. Oh, endlich ein Speicherpunkt. Ah, hier kann ich runterkrachen, aber das lasse ich mal noch. Wow. Ja. Das Spiel spielt ja. Das Spiel spielt. Ja, irgendwie zu Zweiter Weltkriegszeiten. Und daher sind natürlich auch überall Mittelzeichen etc. zu sehen. Also, falls damit jemand Probleme hat, dann schaut nicht rein. Also, sorry. Ja. Es ist halt Geschmackssache. Eben. Ich will einfach nur mal so ein bisschen so reinschauen und mal sehen, wie das so alles so wird. Also ich habe jetzt alle beiden Etagen durch. Habe ich irgendetwas im Inventar? Ich habe einen Bolzenschneider. Den habe ich natürlich nicht. Den findest du irgendwo unten. Ich weiß nur nicht mehr wo. Du musst wirklich alle Räume durchsuchen. Den kannst du draußen benutzen, weil irgendwo bricht so ein Viech aus dem Raum und dann geht das weiter nach unten, da ist ein Loch auf dem Fußboden. Da kannst du runterfallen und da ist irgendwo eine Luke und da ist eine Kette drum. Scheiße, Mann! Dafür wahrscheinlich den Bolzenschneider. Ich. Yeah! Ich bin gerade voll krepiert. Schön. Schön, continue. Aber ich habe ja gespeichert, glücklicherweise. Oh Gott. Was dann viel kommt. Ah. So, hat er dann gespeichert. Ah, hier, schön. Schön, schön, schön. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wo ich jetzt überall war. Aber hier kann es ja nicht gewesen sein. Genau, ich habe hier nur noch die Munition. Okay. So. Also bei der Pistole ist das Maximum an Munition 5 weitere Magazine. Das habe ich bisher so weiter mitbekommen zumindest. Okay. Speichere ich mal kurz nochmal ab. So. Und denkt dran, bei jedem Buch am besten 100.000 Mal abspeichern. Das, Wo kommst du denn her? Ich suche gerade den Bolzenschneider. Ich. Wo kam diese Tür her? Hallo? Okay. Das Vieh ist tot. So, wer lesen will, bitte sehr. Ich habe jetzt keine Geduld dafür. Okay, ich habe den Bolzenschneider gefunden. Und wo war er? Irgendwo in den unteren Räumen? Er war auf der Männertoilette. Ah, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch. Okay, hier komme ich nicht rein. Die Tür ist anscheinend auch. You unlock the door. Jetzt bin ich wieder ganz unten, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt sowieso. Obwohl, ich hatte irgendwo noch Munition. Oh Gott, wo waren die Munition?
Ah, genau. Im Vorraum, weißt du doch, da ist doch dieser Tresen. Da musst du einmal rumlaufen und da ist nochmal Munition. Oh, weg. Der nimmt alles Mögliche auf, nur nicht die Munition. So, jetzt kann ich 6. Egal. Vorher konnte ich nur 6 Mal Munition aufnehmen, jetzt kann ich 5 Mal Munition Magazin aufnehmen, jetzt kann ich 6 Mal machen. Egal. Gut, ich laufe jetzt mal wieder die Tür rein. Und der Bolzen schnell ist für irgendwas draußen, hast du gesagt. Kann aber auch sein, dass du das schon kaputt gemacht hast, weil da geht es doch eine Treppe runter und da ist da unten eine Tür. Warte, hatte ich das hier schon gesehen. Eine Tür. Schauen wir mal. Ah. Hier ist irgendwie eine kleine Hütte. Und eine Petroleumlampe. Pass auf, da kommt gleich ein Viech. Wechsel ganz schnell zur Waffe. Hab ich. Die Waffe habe ich. Das Viech kommt nämlich gleich in deine Hütte. So war bei mir zumindest. Ja, ist richtig. Könntest du bitte rausgehen? Ich will raus. Ich will raus! Okay, jetzt bin ich bereit für Medizin. So, und das kann man wahrscheinlich entweder das eine oder das andere nur benutzen. Das finde ich natürlich so schön. Aber was jetzt davon klüger ist... Gut. Dann einmal bei der Pistole. Ey, die halten ja richtig viel aus. Das ist nicht nur leicht übertrieben. Ah, verstehe. Muss man also raus zu diesem anderen Keller. Dann werde ich das mal usen. Wie kann man denn erste Hilfe nehmen? Q. Okay, jetzt passiert irgendwie nichts. Na, ist es das Rote wieder voll? Ach, lädt sich automatisch wieder auf, ja, oder? Ja, das lädt sich automatisch wieder ein bisschen auf. Ah, na klar, cool. Aber es macht so ein bisschen Bock, das Spiel. Bisher. Gut, die Viecher sind jetzt das Grüne vom Ei, aber meine Güte, es ist ein Free-to-Play-Game. Das Spiel ist auf Englisch, ne? Ja, komplett auf Englisch. Aber die Kartons sind auf Deutsch. Bitte vorsichtig öffnen. 300 Sicherung, Achtung, explosiv. Ja, na, okay. Gut. Das ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Na gut, das soll wohl... Naja, das ist zu Nazi-Zeiten, also soll es wahrscheinlich darauf plädieren. Ja, was müsste denn aber eigentlich Englisch sein, denn wenn das Spiel auf Englisch ist, also Deutsch nicht unterstützt? Oh ja, habe ich auch gerade entdeckt. Und ich höre überall Geräusche. Also, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich habe es jetzt hier noch nicht wiederholt in der Aufnahme. Das Ding macht eigentlich gute Atmosphäre, beziehungsweise Gruselatmosphäre auf. Oh! Ich habe TNT entdeckt. Ich habe auch gerade TNT eingesammelt. 1-3, also wir sind genau an der gleichen Stelle jetzt. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Yep. Wir spielen fast Koop. Fast. Okay, Nur, dass wir uns nicht sehen. So, überhaupt nicht. Aber wir halten hier Funkkontakt. Und hoffen trotzdem zu überleben. Na, herzlichen Glückwunsch. Boah, diese Viecher. Na, lädt sich das jetzt... Anscheinend nicht. Nein, du sollst das da... Bei den Viechern gehen eine ganze Menge Munition flöten. Ich hätte wieder hochgehen... Ich kann nicht rennen. Oha, ich glaube, hier ist irgendwie was Giftiges oder ich wurde vergiftet. Und jetzt krepiere ich so langsam. Ja, Moment, bevor du krepierst.
mache ich hier erstmal eine Aufnahmepause. Also, dies war's von der ersten Folge von der Random Session von The Forgotten Ones. Ja, mal sehen, wie weit das Ding jetzt noch Spaß macht. Euer Duck selber und Defo natürlich auch. Yep. Bis dann.